Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren FAQ am ersten Samstag im neuen Monat. Falls du eine Frage an mich hast, stell sie mir mit dem Hashtag FragMike davor. Heute habe ich mal wieder einen Gast an meiner Seite. Ich würde sagen, stell dich mal kurz vor. Ja, moin Leute. Ich bin Jan Fehler, fahre Formel 1 bin gefahren F1 2017 in Apex Online Racing und war auch in der KU-Liga kurzzeitig unterwegs. Kenne daher auch Mike, werde weiterhin in Apex Online Racing fahren. Und Jan wird euch mal erklären, was er vor ein paar Wochen in England gemacht hat. Ja, ich hatte das Vergnügen, mich für das F1 eSports Pro-Draft zu qualifizieren und wurde diesbezüglich dann nach England eingeladen, so wie alle anderen Qualifikanten auch. Dort wurden wir dann über mehrere Tage in verschiedensten Challenges getestet und am Ende der Woche dann wurden 16 von uns von Formel 1 Teams auserwählt, um diese dann in der Pro Series zu vertreten. Leider war ich selber nicht dabei, aber vielleicht kommt das ja in der Zukunft noch. Außerdem waren wir noch beim Silverstone Grand Prix, haben den dann aus nächster Nähe miterlebt, durften auch mal kurz durchs Paddock laufen. Also es war auf jeden Fall eine aufregende Woche und auf jeden Fall eine Erzählung wert. Sein Twitter-Account befindet sich ganz oben in der Videobeschreibung. Im Hintergrund seht ihr die ersten Formel 1 2018 Ausschnitte. Alle Hilfen wurden von mir ausgeschaltet. Die Antworten sind unsere Meinung, die ihr nicht teilen müsst. Und bitte in Zukunft keine Was-wäre-wenn-Fragen, weil wir darauf meistens keine passende Antwort wissen. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Die kommt von Florian2711. Hashtag fragt Mike. Wie würdest du es finden, wenn die Formel 1 Autos keine freistehenden Räder mehr hätten, so wie bei der Formel E 2018-2019? Da fange ich mal an. Ich bin absolut kein Fan davon und die Formel 1 war schon immer Open Wheel. Das würde scheiße aussehen. Fehler, was meinst du dazu? Ich finde es schade oder schlecht, wenn die Formel 1 keine freistehenden Reifen mehr hätte, weil ich denke, das würde dazu führen, dass die Fahrer deutlich aggressiver in Zweikämpfen gegeneinander fahren würden und wir hätten deutlich mehr Fahrzeugkontakt, so wie es in den Tourenwagen vonstatten geht. Und da bin ich absolut gegen, das gehört nicht in den Formelsport. Weiter geht's mit Frage Nummer 2. Die kommt von GamingWeep. Hashtag fragt Mike. Was ist so deine Meinung zu den V6 Hybridmotoren und deren Entwicklung? Würdest du lieber die 2,4 Liter V8er oder die guten alten V10 Motoren wieder haben? Ich finde die Entwicklung der aktuellen Motoren eigentlich ziemlich interessant zu beobachten. Mir ist das ziemlich egal, ob jetzt in Zukunft weiterhin die aktuellen V6-Motoren benutzt werden oder irgendwelche alten Motoren. Wahrscheinlich zielt die Frage auch ein bisschen ab auf den Sound, so wie es eigentlich bei allen Fragen in der Hinsicht ist. Und da muss ich sagen, in echt hört sich der Motor nicht so scheiße an, wie es vielleicht teilweise im TV rüberkommt. Also so schlimm ist das alles auch nicht. Also sagen wir es mal so, die Entwicklung des V6 ist wirklich interessant. Und die Geschwindigkeit des V6 Turbos ist absolut top. Aber die sind auch anfällig. MGUK, MGUH, Turbolader, Batteriespeicher und so weiter und so weiter. Ich würde eher die V10 Motoren wieder haben wollen, weil die einfach so richtig schön am Schreien sind. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Die kommt von Netti vom Rüsch. Hashtag fragt Mike, was würdest du sagen, wenn dein Lieblingsformel 1 Fahrer dich zu einem Privatgespräch einlädt und über was würdest du mit ihm reden? Da fange ich mal an. Also erst einmal, ihr wisst ja, dass Vettel mein absoluter Lieblingsfahrer ist. Über was würde ich mich mit ihm unterhalten? Also über den Formel 1 Sport. Hintergrund, Arbeit im Werk, Entwicklung, sozusagen, ich würde mich mit ihm darüber unterhalten, wo keine Presse hinkommt und natürlich auch so ein bisschen über sein Privatleben. Fehler, was meinst du? Ich würde mich auf jeden Fall erstmal fragen, warum mich mein Lieblingsfahrer ausgerechnet auswählt zu einem Privatgespräch. Ich würde mit ihm auf jeden Fall über seinen Karriereverlauf reden, sowohl vor der Formel 1 als auch über die Formel 1 Saisons hinaus und würde natürlich auch Formel 1 spezifische Fragen stellen, also wie Setup-Arbeit jetzt genau funktioniert, wie man da vorgeht oder wie er persönlich vielleicht vorgegangen ist, was für Ticks er vielleicht hatte, was für Vorlieben er hatte. Ich würde mit ihm über seine Rivalität mit Sebastian Vettel sprechen, also Mark Webber, wie man jetzt vielleicht schon gemerkt hat, war mein Lieblingsfahrer oder ist mein Lieblingsfahrer. Ich würde ihm vielleicht auch ein paar Fragen zu einem Arbeitsalltag außerhalb des Formel 1 Rennwochenendes stellen, was man da so die ganze Zeit macht sozusagen und wie viel Zeit eigentlich noch für Privatleben bleibt. Die nächste Frage kommt von RP. Hashtag fragt Mike und er stellt gleich zwei Fragen. Erstens, könnte es für Hülkenberg zum Verhängnis werden, dass Ricardo vielleicht die Nummer 1 im Team ist? Zweitens, wer ist bzw. war deiner Meinung nach der überbewerteste Fahrer? Mach weiter so informative Videos. Liebe Grüße, Ruben. Vielen Dank fürs Kompliment, da fängt der Fehler mal an. Ich glaube nicht, dass es für Hülkenberg irgendwelche Probleme gibt, nur weil Ricardo jetzt in das Team wechselt, weil meiner Meinung nach ist Hülkenberg ein sehr guter Fahrer, der sich vor niemandem verstecken braucht und solange er das zeigt, was er kann, wird Daniel Ricardo auf jeden Fall zu keinem Problem führen. Also meiner Meinung nach wird es Hülkenbergs schwerste Saison, weil er jetzt einen richtigen, harten Gegner zur Verfügung hat. Also das heißt, er muss meiner Meinung nach wirklich alles geben, was er hat. Erinnern wir uns einfach mal an 2014. Ricardo kommt nach Red Bull, gewinnt 3 Rennen und schließt am Ende der Saison besser ab als Vettel. Lassen wir uns einfach mal überraschen, aber es wird ein sehr interessantes Duell. Also ich glaube, dass es keinen überbewerteten Fahrer gibt, ganz einfach. Und zu deiner zweiten Frage, da fällt mir bisher nur Ericsson ein. Kommen wir zur nächsten Frage, die kommt von Kacper Alex. Hashtag fragt Mike, meinst du, dass Williams in den nächsten Saisons aus der Formel 1 austreten wird, wegen fehlender Fahrertalent bzw. fehlender Autoleistung? Bist ein cooler Typ, hab dich mal so gefunden, jetzt schaue ich jeden Tag, bist der Beste. Dankeschön fürs Kompliment, da fange ich mal an. Wir wissen ja mittlerweile, dass Stroll Force India übernommen hat und dass es jetzt Racing Point heißt. Das heißt, Geld fehlt Williams.
Aber nicht nur das ist schlimm genug, sondern Martini steigt auch als Hauptsponsor Ende 2018 bei Williams auch noch aus. Es ist schwer zu sagen, Talent werden sie bestimmt finden, da bin ich davon überzeugt. Der Russell könnte zu Williams kommen oder Kubica könnte auch noch kommen. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht, aber was das Geld angeht, ja, da haben sie auf jeden Fall Schwierigkeiten. Feder, was meinst du? Ich meine, vorneweg, klar, ich habe keine Ahnung, was bei Williams vorgeht. Ich bin in keinster Weise irgendwie involviert. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie aus der Formel 1 nächste Saison austreten. Vor allem nicht aufgrund von fehlendem Fahrertalent oder wegen mangelhafter Autoleistung. Also wenn sie austreten sollten, dann hat das sicher finanzielle Gründe. Aber an Fahrern oder am Auto wird das auf jeden Fall nicht liegen. Da steigt kein Team deswegen aus. Die nächste Frage kommt von Passi1226LP. Hashtag fragt Mike. Hallo, ich bin Pascal. Hallo, wir sind Mike und Fehler. Ich habe drei Fragen, Andrich. Erstens, welches Team würdest du dir zurückwünschen aus der alten Formel 1-Zeit Anfang der 90er? Zweitens, denkst du, dass das Halo für immer in der Formel 1 vorhanden bleibt oder ob es irgendwann wieder verschwinden wird? Und drittens, wünschst du dir wieder wie von 2001 bis 2006 einen Reifenkrieg wieder? PS, bester Formel 1 News YouTuber und wollte noch sagen, Lamborghini gab schon in der Formel 1. Dankeschön erst einmal für deine Fragen und auch Dankeschön für die Erinnerung und auch Dankeschön für das Kompliment. Da fängt der Fehler mal an. Ich würde mir wahrscheinlich Minardi und Jordan zurückwünschen, die fand ich immer ganz cool oder sympathisch. Ich bin mir sicher, dass Kopfschutz auf jeden Fall in irgendeiner Weise in der Formel 1 weiter Bestand hat. Also auch für immer wahrscheinlich. Ob es jetzt beim Halo bleibt oder nicht, das kann ich nicht sagen. Das wird man sehen, die nächsten 2-3 Jahre bestimmt. Was danach kommt, weiß man nicht. Ich bin eigentlich gegen Reifenkrieg, muss ich sagen, weil ich finde es so schon aus sportlicher Sicht schade, dass Teams eben darauf angewiesen sind, dass die Motoren, die sie kaufen, gut genug sind. Wenn ich mir zum Beispiel Red Bull anschaue, die müssen halt mit ihrem Renault-Motor fahren, weil die dann einen Vertrag gehabt haben, ja, mit Renault und dass die jetzt auch Renault-Kundenmotoren beziehen. Und wenn der Motor eben nicht gut genug ist, dann kannst du das Auto noch so gut bauen, dann bringt dir das am Ende nichts. Und ich finde, dass der Motor als mehr als genug das außerhalb der Verantwortung der Teams liegt. Da brauchen nicht auch noch die Reifen dazukommen. Ich sag's mal so, ich wünsche mir Benetton und Minardi zurück. Zu deiner zweiten Frage, das Halo wird vorerst bleiben, erinnern wir uns einfach mal an den Belgien Grand Prix. Wenn das Halo nicht gewesen wäre, hätte das für Leclerc böse Folgen gehabt, weil das Vorderrad von Alonso hätte ihn wahrscheinlich voll getroffen. Also wir können wirklich froh sein, dass das Ding dann endlich da ist. An alle Halo-Kritiker da draußen, das sollte eure Meinung definitiv ändern. Und zu deiner dritten Frage, naja, also sagen wir's mal so, wenn es mehrere Reifenhersteller gibt, können sich die Teams halt aussuchen, welches besser zu ihrem Boliden passt. Es wäre sozusagen ein Wettbewerb unter den Herstellern. Wieso eigentlich nicht? Kommen wir mal zur nächsten Frage. Die kommt von Jabo96. Hashtag fragt Mike. Glaubst du, dass Red Bull mit dem Honda-Motor weiter oben mitfahren kann? Da fange ich mal an. Wir wissen ja, dass Toro Rosso seit dieser Saison sozusagen das Versuchskaninchen spielt und meiner Meinung nach sogar mit Erfolg. Ich meine, gucken wir uns einfach mal Gasly an. Der fährt wirklich eine gute Saison und man muss auch dazu sagen, die Motoren von Honda sind definitiv zuverlässiger als zurzeit bei McLaren. Fehler, was meinst du? Ich denke, Red Bull hat auch mit Honda-Motoren auf jeden Fall Ambitionen, Rennsieger einzufahren und wird damit auch auf jeden Fall weiter oben mitfahren. Da habe ich überhaupt keine Zweifel. Solange das Auto natürlich vernünftig gebaut wird, aber das ist bei Red Bull in den letzten Jahren ja verlässlich der Fall gewesen. Und damit kommen wir auch zur letzten Frage. Die kommt von Rusko181. Hashtag fragt Mike. Wieso ist Renault als Werksteam langsamer als zum Beispiel Red Bull, die ja mit Renault-Motoren fahren und eigentlich weniger Geld zur Verfügung haben? Wird sich das 2019 durch den Wechsel von Daniel Ricciardo ändern? Da fängt Fehler mal an. Ich glaube nicht, dass Renault mehr Geld zur Verfügung hat als Red Bull. Ich denke, hauptsächlich kommt das Geld, was den Teams zur Verfügung steht, kommt hauptsächlich aus Preisgeldern und Sponsorengeldern. Sowohl was das Sponsoring angeht, steht Red Bull da ja nicht unbedingt schlechter da als Renault. Und ja, Preisgelder hat klar Red Bull deutlich mehr abgesandt in den letzten Jahren. Also denke ich, ist das einfach nicht richtig. Nur weil du mehr Geld hast, heißt das ja nicht, dass du ein besseres Auto hast. Brown 2009 hatte ja auch kein Geld und hat am Ende das beste Auto hingestellt, ja. Also Geld ist keine Garantie für ein gutes Auto. Das liegt am Chassis. Red Bull hat ein besseres als Renault und der Motor ist ja in etwa gleich. Was das Geld angeht, haben Renault und Red Bull definitiv viel, gerade auch was die Geldverteilung angeht. Ja, liebe Leute, das war's mit dem FAQ für den Monat September. Danke an Jan, der sich die Zeit genommen hat, mit mir gemeinsam eure Fragen zu beantworten. Jo, sehr gerne. Vergesst nicht, mir mit dem Hashtag FragMike Fragen für den Oktober zu stellen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.